Auf Streife. Auf der Wache Köln-Mülheim erwartet Jonas Schmidt ein lebensgefährlicher Einsatz. Ein Bandenchef wurde festgenommen und soll nun von dem Polizeikommissar erkennungsdienstlich behandelt werden. Generell ist es so, dass wenn wir ED-Behandlungen durchführen, dass wir die Waffen wegschließen. Das ist auch nach der Polizeidienstvorschrift ist das so vorgesehen. Es dient einfach zu unserer eigenen Sicherheit. Das heißt also, wenn wir Fingerabdrücke beispielsweise nehmen, dass wir nicht die Waffe entrissen bekommen oder Ähnliches. So, schönen guten Einmal Tag. Herr Raubold. Ja. Dankeschön. Kannst du die Tür wieder zumachen? Selbstverständlich. Danke. Herr Raubold, habe ich das richtig verstanden? Ist richtig, ja. Ja. Ich würde Ihnen die Handschellen abnehmen. Ja? Sie tun Sie mir einen Gefallen, bleiben Sie ruhig und folgen den Anweisungen, okay? Ja? Soll ich machen. Zur gleichen Zeit spielen sich vor der Wache dramatische Szenen ab. Die Beamten greifen sofort ein. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Geht's noch? Meine Freundin, alles okay. Helfen Sie mir bitte, halten Sie mir den vom Leib. Sie haben der Frau gerade voll eine mitgegeben. Kennen Sie vielleicht selbst, man macht mal Diskussionen, Auseinandersetzungen. Ist klar, ist klar. Mhm. Aber die Diskussion, die in Form von einer Faust im Gesicht, die geht gar nicht, ne? Nee, machen wir nicht. Wie geht's Ihnen denn überhaupt? Ich habe einfach nur Angst. Zeigen Sie mal gerade. Das müssen wir wahrscheinlich noch einen Arzt holen. Wissen Sie was, wir gehen gerade mal rein. Kommen Sie mal mit. Wir gehen mal rein. Willst du vorgehen? Geh mal vor. Sie bleiben bei mir. Stellen Sie sich mal bitte dahin, ja? Und schön ruhig. Gehen Sie ruhig mal gerade mal darüber, ganz kurz nur. Haben wir noch einen Kollegen hier für Sie? Nee, ich bin alleine hier gerade mit Ihnen. Also pass auf, ich nehme die gerade mal rüber. Du nimmst die, genau. Ich kümmere mich um ihn. Alles klar. Sie kommen mal mit mir, bitte. Und Sie kommen mit mir, ja? Ja. So. Schön ruhig und... Ja. So, gehen Sie ruhig mal rein. Setzen Sie sich gerade mal hin. Menschens Kind, was ist denn da passiert? Sie haben gesagt, gerade so ängstlich, bitte helfen Sie mir. Das tun wir auch, das versuchen wir auch gerade irgendwie. Müssen aber gleich mal gucken, vielleicht mit dem Arzt irgendwie oder sowas, weil das ist ganz rot geworden schon. Ja. Ist das schon öfter vorgekommen? Können Sie bitte erst mal bei meinem Kind in der Kita anrufen, bei meiner Tochter bitte? Ja, könnte ich jetzt machen. Ist das jetzt so wichtig mit der Kita? Ja, bitte, sonst möchte ich auch gar nichts sagen. Bitte erst das. Die Denise, die hat ja eigentlich versucht, mir irgendetwas mitzuteilen. Ich wusste, sie wollte. Deswegen war sie erstens hier, die war völlig aufgelöst. Und dann bat sie mich um einen Gefallen. Etwas ungewöhnlich, aber das habe ich gar nicht hinterfragt. Sie wollte nämlich wissen, ob es ihrer Tochter in der Kita eigentlich ganz gut geht. Ich denke, das musst du machen, um hier weiterzukommen. Ja, und ich habe sofort natürlich angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Der Tochter, der Kira, ging es gut, es war alles super. Ja, und dann ist die zusammengebrochen, die Denise. Und die hatte echt eine Geschichte drauf. Ich habe jahrelang die Hölle miterlebt. Meine Tochter, ich hatte so eine Angst um mein Kind. Ich kann einfach nicht mehr. Der Typ, der macht mich fertig, der macht uns kaputt. Ich kann nicht mehr. Ich habe einfach nur Angst. Der Mann, der da draußen war, ja. Wir reden jetzt von dem Herrn, ja? Das ja. Ist weder Ihr Freund, Ihr Lebensgefährte, noch ist das der Vater der Tochter? Oder das ist mein Ex-Freund. Okay. Hat er Sie denn schon öfter geschlagen? Ja. Schon der hat mich zu allem gezwungen. Ich musste mit seinen Freunden ausgehen. Ich musste alles machen und ich habe alles gemacht, um mein Kind zu schützen. Denise, pass auf, wir müssen das auf jeden Fall klären können, ja? Wir werden da auch was tun und ich bin froh, dass du jetzt hier bist, damit wir überhaupt was tun können. Weil wenn du sagst, das geht schon unheimlich lange, hättest du schon viel früher herkommen müssen. Nicht als Vorwurf, du hast alles richtig gemacht. Aber Denise, ich habe eine ganz kurze Frage noch. Hier stimmt noch irgendwas nicht. Irgendetwas ist noch im Argen. Ich weiß noch nicht was, aber... Bedroht er irgendwie das Kind oder ist er irgendwas im Argen, wovon ich noch nichts weiß? Sagen Sie mir bitte alles, sonst kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. So, Herr Raubold, wir machen jetzt weiter mit den Fingerabdrücken. An die Wand! An die Wand! Martin! An die Wand! Wie klein ist das? Dann gib mir die Knarre! Stehen auf die Wand! Gib mir die Knarre! Du bleibst da stehen! Nee, was machen wir? Manis, ich geh jetzt raus, mach das Licht aus, komm wieder. Okay, du bleibst da stehen. Ich bin eigentlich nur hier, weil er wollte, dass ich hier bin. Er hat mich eigentlich benutzt dazu, dass ich jetzt hier bin. Einfach so? Weil er sie benutzt hat? Aber warum? Weil ich wollte hier gar nicht rein. Er wollte hier hin? Ja, er wollte hier und rein. Und warum wollte er hin? Ja, weil er, sein Kumpel, sein Boss möchte er hier befreien. Und ich habe eine Waffe für ihn dabei. Sie haben, was haben Sie? Ja, ich habe eine Waffe mit reingeschmuggelt. Der will hier seinen Boss hier befreien? Ja. Das heißt also, die Waffe, wo ist die Waffe denn jetzt? Er hat die.
Moment, Sie hatten die Waffe jetzt gerade eben gehabt? Ist das jetzt kein Scheiß, ja? Ja. Jetzt erzählen Sie mir keinen Mist. Nein, hier. Wir haben hier einen Bewaffneten, der jemanden anderen hier mit einer Waffe befreien will. Sie rühren sich nicht mal vom Fleck. Arnold, an alle eingesetzten Kräfte, PI-5. Hier haben wir einen Notfall. Fuchsbau. Wir haben eine gefangene Befreiung unter Schusswaffengewalt. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Wir haben eine gefangene Befreiung eventuell unter Schusswaffengebrauch. Dies ist keine Übung. Fuchsbau. Arnold, Ende. Verdammt. Mann. Oh, Scheiße. Nick! Ich habe den Nick dann fast bewusstlos mit einer ganz schönen Katsche im Gesicht hier im Nachbarbüro entdeckt. Und es war sonst überhaupt gar keiner mehr da. Ich wusste gar nicht, wie mir wird's. Aber gut, ich habe ihn dann natürlich versucht, wach zu rütteln. Er war auch schnell wieder beisammen, hat mir ganz kurz erklärt, dass er niedergeschlagen worden ist. Ja, ich wollte ihm eigentlich gerade noch kurz einen Sachstand geben, was überhaupt hier los ist, dass wir noch einen weiteren Täter hier rumlaufen haben mit einer Schusswaffe, als plötzlich das Licht ausging und wir eine extreme Rauchentwicklung hier vernahmen. Also für uns war klar, wir müssen erstmal hier raus. Und es müssen natürlich auch alle Menschen hier raus aus der Wache, die sich hier noch in Gefahr befinden. Schön, dass stehen bleiben, ja? Hast du nicht gedacht? Ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin weg. Du bleibst mal still. Hey. Okay. Hast du rausgeschmissen? Ja. Wir gehen. Du bleibst hier. Okay. Komm, schieß ihn ein. Ey, du kommst mit nach rechts. Warte! Du bleibst doch schon hier. Komm doch schon, die Einsatzkräfte. Unterstützung. Was war das? Ist gut. Pass auf. Ja. Kümmere dich darum. Ist gut. Alles gut. Ich kümmere drüber. Komm mal ganz kurz. Alles gut. Pass auf. Wir haben eine Gefangenenbefreiung gehabt. Wahrscheinlich bewaffnet mit Schusswaffe oder ich weiß nicht. Es sind noch mindestens zwei Leute und eventuell noch ein Geiselloch da drin. Die haben da drin irgendeine Rauchbombe oder was gezündet. Alles klar. Nick ist verletzt, aber er ist soweit wohl auch. Nur wir kriegen nicht so ganz besonders Luft. Seid ihr die Einzigen? Wo sind die anderen Kräfte noch? Der 15, 34 und 35. Die sind schon da. Die sind hinterm Haus. Alles klar. Ich geh zum Nick rüber. Ja. Müsst ihr gucken. Polizei! Verschwindet und ich mach dir ein Loch im Kopf! Die Waffe weg! Verschwindet! Die Waffe weg! Die Täter haben Jonas Schmidt gefesselt und eingeschlossen. Doch dem Polizisten ist es gelungen, sich zu befreien. Zeitgleich spitzt sich die Lage auf dem Hof der Wache Köln-Mülheim dramatisch zu. Pass auf! Hey, hör mal zu! Hör mal zu! Guck mich an! Lass die! Verschwindet! Pass auf! Ich mach der Frau ein Loch im Kopf! Du machst den Finger lang, ich mach die Waffe weg, okay? Ganz langsam, die Waffe weg, ihr verschwindet! Du machst den Finger lang! Ich will ihren Streifenwagen sehen! Komm ein Stück vor, mach den Finger lang, okay? Wir gehen jetzt hier runter. Alles klar, wir kommen klar. Vorne mal auf den Boden! Auf den Boden! Hey, auf den Boden! Scheiße, auf den Boden! Auf den Boden, die Waffe weg! Die Waffe weg! Hinlegen! Auf den Boden! Scheiße! So, das war's. Wo kommt der denn jetzt? Super, Jungs. Ja, natürlich war das Ganze jetzt eine Verkettung echt glücklicher Umstände, würde ich mal sagen. Dadurch, dass wir noch einen Ersatzschlüssel haben und auch einen Tresor für die Waffen haben, die im ED-Raum vorhanden sind, konnte ich mich dann natürlich in irgendeiner Weise dann auch befreien, um so dann die Täter dann dingfest zu machen. Natürlich wurde auch vorher schon alles mobilisiert, also die ganzen Einsatzfahrzeuge, die hier standen, die haben natürlich ihr Bestes getan, um im ersten Angriff tätig zu werden. Dass ich dann letztendlich derjenige war, der die Täter dann runtergesprochen hat, das war natürlich für mich dann sehr glücklich. Der Ex-Freund der jungen Mutter hat behauptet, ihre Tochter entführt zu haben. Er drohte damit, dass sie das Kind nie wiedersehen würde, wenn sie die Pistole nicht in die Wache schmuggelt. Drinnen, ich weiß nicht, wie es drinnen aussah, aber ich glaube, da kannst du im Moment nicht rein. Nee, da müssen wir auf jeden Fall erstmal die Spezialisten zu holen, das geht nicht. Wir holen die Spezialisten. Wir brauchen eine Alternative, eine Dienststelle, ich weiß nicht, ob man in einem Pi irgendwie jemanden noch anfunken sollen. Vielleicht kannst du das gerade mal machen, ich krieg keine Luft. Ja. Hast du Quetsche dabei? Nee, ich hol einen. Okay, alles klar. So, meine Herren, Sie werden auf jeden Fall nirgendwo heute mehr hinfahren. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie gehen sofort in UA. Wir fahren jetzt zu der benachbarten Dienststelle. Dort werden Sie gefilzt werden und dann gehen Sie direkt einmal in UA und dann werden Sie im Haftrichter vorgeführt. Hier läuft überhaupt nichts mehr. Und Sie brauchen auch gar nichts mehr zu sagen. Alles klar, ne? Haben wir kapiert. Habe ich noch nicht erlebt, sowas heute.
Die Wache war natürlich in gewisser Weise ja völlig kontaminiert. Also wir hatten hier eine extreme Rauchentwicklung gehabt. Wir haben auch sehr darunter gelitten. Ich gehe mal von aus, ein Arzt wird auch noch mal drüber schauen müssen wegen der Rauchgasvergiftung. Aber so nach ein paar Stunden, wir haben jetzt ziemlich spät schon, haben wir die ganzen Räumlichkeiten natürlich gemäß Weisung Feuerwehr, Notärzte, alles hier gelüftet, dass man zumindest mal die Räumlichkeiten hier wieder betreten kann. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier noch einige Maßnahmen treffen müssen, damit wir hier unseren Dienst wieder versehen können. Die Täter müssen sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Bedrohung und versuchter Gefangenenbefreiung verantworten.